uns im Laden, was heißt im Laden, wir sind hier im Lager gelandet, weil das wollten sie sich mal angucken, des neuen Music Stores, und zwar ist die Band Massendefekt. Und wen darf ich begrüßen mit Massendefekt? Das ist einmal der? Ich bin der Sebi, hi, und ich bin begeistert. Und du bist der? Und ich bin der Mike und mir geht's ebenso. Okay, wovon seid ihr begeistert? Ja, von dieser schicken Halle. Wahnsinn. Alles Musikinstrumente, Jungs. Großartiger Laden geworden, wirklich. Abgefahren. Fett, ne? Ja, großartig. So, lass uns mal von eurer Musik sprechen, weil ihr seid ja nicht umsonst hier. Wollt ihr irgendwas promoten? Ja. Um was geht's? Unser neues Album, Tango Diesel, das im Oktober, Ende Oktober rauskommt. Doppelscheibe zum 10-jährigen Bandbestehen, haben wir gedacht, was Besonderes. Hauen wir mal raus und ja. Das würden wir gerne mal ein bisschen anpreisen. Wo kommt ihr musikalisch her? Wenn man so 10 Jahre hinter sich gebracht hat, nach so einer Dekade, möchte man ja so ein Resümee ziehen. Zieht mal so einen ganz kurzen Faden von ganz hinten bis heute. Wir nennen es selber Punk'n'Roll. Das ist die Richtung, wir zeichnen es einfach so. Punkrock, deutsche Texte, unser 4. Album. Und ja, das ist... Ich habe gehört, ihr kommt so ein bisschen aus dem Förderkreis der Toten Hosen. Ist das richtig? Ja, wir kennen den Billy ganz gut, der an unseren Anfangstagen hat uns ein bisschen unter die Arme geholfen und wir sind immer noch ganz gute Freunde. So eine Reputation fällt es einem auch leicht, immer eine Inspiration zu haben, nicht? Um weiterzumachen, um sich an den Großen der deutschen Punkrock-Szene ein bisschen zu orientieren, oder? Ja, das stimmt schon, wir geben uns Mühe. Das ist schon, wir arbeiten dran. Inwieweit haben die Hosen da Einfluss auf das, was ihr schreibt und produziert? Mittlerweile gar nicht mehr. Also das alles liegt alles in unserer Hand. Und der Einfluss war anfangs da, haben uns unter den Arm geholfen. Und mittlerweile ist es alles nur noch eine Freundschaft. Von Wellys Seite aus und von unserer Seite aus. Und wir stehen schon selbst dahinter und machen das auch schon richtig. Ja, für Freundschaft ist es manchmal besser, wenn das Geschäft nicht mehr mitmacht, nicht? Wahrscheinlich, ja. Ihr seid jetzt auch groß genug, um das alles selbst in die Hand zu nehmen. Tourdaten sind am Start. Wie viele Gigs sind geplant? Also erstmal dieses Jahr sind noch 10 geplant. Bis Ende November sind 10 geplant. Nächstes Jahr geht die Debüt-Tour fortgesetzt, März, Februar. Auch nochmal 10, 15 Konzerte, aber mehr im Süden und im Osten. Okay, welche großen Städte sind dabei? Jetzt dieses Jahr ist noch, in NRW ist Dortmund dabei, Düsseldorf ist dabei, wir sind in Berlin, wir sind in Bremen, Aachen, Trier. Das ist, glaube ich, dieses Jahr wird mehr der Westen und der Norden abgedeckt und nächstes Jahr halt dann Osten und der Süden. Okay, super. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Ja, schön, dass ihr euch auch der Music Store, der neue, gut, so gut gefällt. Ein großartiger Laden, kann ich nur empfehlen. Okay, Dankeschön. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim 20-jährigen Jubiläum auch nochmal hier bei uns. Ja? Sehr gerne doch. Kommt gut nach Hause und rock on. Ja. Tschüss, ciao. Ciao.